Durch die AfD werden hier politische Lösungen erreicht, und das wird nachhaltiger, als Sie sich jemals vorstellen können. Wir, die AfD-Fraktion, werden effektiv, aktiv und zielgerichtet die ökonomischen und politischen Verhältnisse nachhaltig in Deutschland verbessern. Denken Sie an meine Worte. Werte Präsidium, werte Kollegen, liebe Bürger vor den Bildschirmen, für die Bereiche Verkehr und Tourismus ist Nachhaltigkeit zur ideologisch leeren Worthülse geworden. Beispiel: Gerade das 49-Euro-Ticket ist weder wirtschaftlich noch nachhaltig, Frau Kollegin Kadamatori. Der Verkehrsminister Wissing wird unsere Bürger, die Länder, unsere Landkreise und die kommunalen Betriebe mit den Kosten ab 24 einfach im Regen stehen lassen. Die Verkehrsunternehmen können jetzt weder vor- noch nachhaltig, geschweige denn ökonomisch planen, Herr Müller. Im Klartext: Unsere Verkehrs- und Tourismuswirtschaft braucht sofort günstige, verfügbare, langfristige Energiestabilität und Zuverlässigkeit. Wir brauchen für unsere Bürger und besonders im ländlichen Raum individuelle Mobilität, Technologieoffenheit für den Erhalt des Verbrennermotors und damit gerade für nachhaltige E-Fuels. Die Bürger in Bayern und Hessen haben ja letzten Sonntag gezeigt, was für unsere gemeinsame Zukunft wirklich nachhaltig ist, und das ist die Alternative für Deutschland. Die Bundesregierung redet von Maßnahmen in Deutschland mit weltweiten Wirkungen. Niemand folgt dieser politischen Planwirtschaft. Durch deutsche Nachhaltigkeit soll die ganze Welt genesen. Unsere Bürgerinteressen müssen für uns im Vordergrund stehen und nichts anderes. Nächstes Jahr wählen nicht nur wir in Sachsen mit unseren ganz eigenen besonderen Erfahrungen aus wahrer Nachhaltigkeit und Planwirtschaft. Durch die AfD werden hier politische Lösungen erreicht, und das wird nachhaltiger, als Sie sich jemals vorstellen können. Wir, die AfD-Fraktion, werden effektiv, aktiv und zielgerichtet die ökonomischen und politischen Verhältnisse nachhaltig in Deutschland verbessern. Denken Sie an meine Worte. Im Osten 89, die friedliche Revolution, wird 2024 erstmal richtig nachhaltig. Die AfD ist die Partei der politischen Nachhaltigkeit für unser deutsches Volk. Kommen Sie bitte zum Liebe Schluss. Bürger, seid schlau, wählt blau, Glück auf!